Ja, Dodo, 0-0 im Südstadion gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Ein gutes Spiel, unbefriedigendes Ergebnis? Ja, ich glaube, von Anfang an hat man heute gesehen, was wir wollten. Wir wollten unbedingt gewinnen, wir wollten oben dran bleiben. Das waren irgendwie auch Big Points für uns. Aber man hat auch gesehen, Unterhaching ist auch eine gute Mannschaft. Die sind ja auch nicht umsonst da oben. Und ja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass, weil wir heute 90 Minuten die bessere Mannschaft waren, dass wir einfach nicht konsequent genug vom Tor waren. Vielleicht hat uns am Ende auch ein bisschen so die Zielstrebigkeit und die Galligkeit gefehlt, so das Ding über die Linie zu drücken. Aber ja, gut, den Punkt nehmen wir mit und jetzt geht's nach Karlsruhe. Ich habe eine sehr gute erste Halbzeit von der Fortuna gesehen, nicht so viele Chancen von Unterhaching. Was fehlt, um so die absolute Spitzenmannschaft zu sein, wenn man so sieht, dass man gegen Osnabrück 2-0 hergibt, dass man vielleicht auch so ein Spiel dann zu Hause hier nicht zieht? Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, du musst einfach, wenn du die Chancen hast oder Ballgewinn im Mittelfeld hast, dann musst du einfach konsequenter, konzentrierter nach vorne spielen, die Bälle nicht so einfach verlieren. Oder der letzte Pass, da muss dann einfach sitzen. Oder da muss das Ding auch mal aufs Tor gehen. Oder da musst du, natürlich brauchst du auch immer ein bisschen Quäntchen Glück, aber du musst konzentrierter und konsequenter nach vorne spielen, sonst gewinnst du dann auch heute nicht. Hast du das Gefühl, dass das nur so ein emotionaler Steckerzieher ist? Also es wird alles sehr niedergeschlagen hier. Dabei ist die Fortuna 2018 immer noch ungeschlagen und es gibt immer noch zwei wichtige Spiele mit Karlsruhe und Wiesbaden. Wie kriegt man eine positive Stimmung in die Fortuna rein? Ja, wir haben jetzt zwei super Spiele, die auf uns zukommen. Ich glaube, gegen Karlsruhe, das wird das absolute Topspiel mit über vielleicht 15.000 Zuschauern. Dann kommt Wien, auch die sind oben dran. Also wir können nur gewinnen. Mit Fortuna hat keiner gerechnet dieses Jahr. Und das Einzige, was uns dann am Ende übrig bleibt, ist, dass wir nur gewinnen können. Und ich glaube, dafür werden wir alles geben, dass wir auch in Karlsruhe 3 Punkte holen. Dann freuen wir uns auf die nächsten 2 Wochen. Ja, Uwe. 0-0 gegen Unterhaching im Südstadion. Die Fortuna bleibt 2018 ungeschlagen, macht ein gutes Spiel. War es ein gutes Spiel, aber ein unbefriedigendes Ergebnis? Ja, schon. Ich glaube, man muss dann auch nochmal das Spiel in der Aufarbeitung in unterschiedliche Phasen einteilen. Ich bin der Meinung, dass wir in Relation zur Qualität des Gegners und zu unserer eigenen in den ersten 45 Minuten nah an der Perfektion waren. Wenn ich mal so die finalen Aktionen ausblende, wo wir, glaube ich, in der einen oder anderen Situation zu unentschlossen waren. Aber ich finde, dass die Art und Weise, wie wir dort aufgetreten sind, schon beeindruckend war. Ich habe ein sehr, sehr hohes Pressing gesehen, eine wahnsinnige Laufbereitschaft. Das waren so diese beiden Tugenden, die wir in dieser Woche rausgearbeitet haben. Wenn wir hier eine Dominanz herstellen wollen, dann war klar, dass wir sehr, sehr früh den Gegner attackieren müssen. Denn wenn sie tatsächlich mal so in ihren Spielkonstellationen sind, dann haben sie schon sehr, sehr viel Qualität, Ball und Gegner laufen zu lassen. Das haben wir, glaube ich, in der ersten Halbzeit hervorragend unterbunden, haben so dieses herausragende Duo Hein-Bigalke aus meiner Sicht komplett aus dem Spiel genommen. Da hat dann wirklich gefehlt, dass wir 1-0 in Führung gehen. Das hätte das Spiel möglicherweise für uns dann vereinfacht. In der zweiten Halbzeit, muss man fairerweise sagen, hat es Unterhaching, was für deren Spielanlage eigentlich eher ungewöhnlich ist, es aber geschafft, das Spiel unruhiger werden zu lassen. Wir kamen nicht mehr so häufig in der gegnerischen Hälfte in gute Ausgangspositionen, um dann wirklich Angriffe zu Ende zu spielen. Der Ball war unverhältnismäßig häufig in der Luft. Also man hat, glaube ich, auch meiner Mannschaft angemerkt, dass sie unbedingt gewinnen wollte. Aber die Mittel wurden dann brachialer und da haben wir uns dann nicht so durchgesetzt, im Gegenteil. Dann hat Haching, glaube ich, auch schon den ein oder anderen gefährlichen Angriff gefahren. Hat sicher die größte Chance gehabt nach dem Pfostenschuss von Hein. In der Endphase haben wir dann wirklich nochmal alles in die Waagschale geworfen. Das war dann, glaube ich, von uns so ein bisschen die Initialzündung zum Alles oder Nichts. Das hat natürlich für Haching Räume geöffnet, aber die konnten sie nicht mehr nutzen, weil unser Druck schon sehr, sehr groß war. Leider haben wir dann nicht so das Fortun gehabt, eine der großen Möglichkeiten dann noch tatsächlich über die Linie zu bringen. Und am Ende müssen wir dem 0-0 leben. Du hast schon gegen Osnabrück gesagt, dass die Mannschaft eigentlich unbedingt will und dass es eine gute Leistung war. Das hat man jetzt auch in der ersten Halbzeit gegen Unterhaching wieder gesehen. Wenn dann so ein Spiel in der zweiten Halbzeit offen ist, verkrampft die Mannschaft vielleicht ein bisschen manchmal zu sehr und hadert sie zu sehr mit so Kleinigkeiten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel direkt daran denke, dass Mikes Standards vielleicht, die hat man vielleicht auch schon mal besser gesehen? Naja, also es ist schon klar, dass wir in der Einstudierung wissen, dass viele Bälle wirklich perfekt kommen müssen. Es lässt dir keinen Raum für einen halbguten Ball, der dann möglicherweise zum Tor führt. Insofern musst du die Situation mit einem gewissen Risiko spielen. Da haben wir gegen Jena eine Konstellation gehabt, wo Mike, glaube ich, auch 2-3 Bälle in Räume gespielt hat, die wir dann nicht so optimal belaufen haben.
die vielleicht auch nicht unbedingt Zielräume waren, aber der eine kam eben perfekt. Darauf haben wir natürlich ein Stück weit heute auch gehofft, aber Unterhaching hat das hervorragend verteidigt, das muss man so deutlich sagen. Ich glaube, dass unterm Strich vielleicht sogar die größere Gefahr bei Standardsituationen von denen ausgegangen ist. Aber da hadere ich jetzt nicht so sehr damit, weil ich auch schon weiß, dass unser Aufwand, den wir betreiben müssen, um eine Mannschaft wie Unterhaching in der ersten Halbzeit so dermaßen zu dominieren, dass dieser Aufwand schon sehr groß ist. Also ich glaube, dass wir qua Kaderzusammenstellung keine Mannschaft sind, von der du sagst, naja, wenn die einigermaßen vernünftig den Ball laufen lassen, dann werden die 90% der Gegner locker beherrschen. Und das kann ich schon sehr, sehr gut einordnen. Und dass dann in einer zweiten Halbzeit auch mal ein paar Körner fehlen, dass es schwieriger wird, gerade wenn das Spiel unruhiger wird, das ist schon klar. Und uns war natürlich auch klar, dass jeder Fehler nach hinten heraus ein Stück weit auch bestraft werden kann. Denn ich glaube, da hat Unterhaching einfach mehr Qualitäten als viele andere Teams. Und haben nicht umsonst auch schon fünfmal auf fremdem Platz gewonnen, beispielsweise 3-0 in Magdeburg. Das kommt nicht von ungefähr. Deswegen in Relation zur Gegnerqualität war das heute aus meiner Sicht von uns ein vorzeigbares Spiel. Es ist einfach nur so schade, dass es eben nicht zum Dreier gereicht hat aufgrund der Gesamtkonstellation. Ich möchte diesen Traum mit der Truppe weiterleben, möglichst lange eben die Saison zu einer richtig, richtig spannenden und großartigen zu machen. Und ich glaube, da brauchen wir jetzt eben nicht mehr von Abstiegskampf zu reden, sondern da reden wir eben jetzt davon, so diese Option irgendwo jede Woche zu ziehen, nah an Platz 3 zu sein. Da hat das Ergebnis gestern natürlich so ein Spalt weit die Tür aufgemacht, aber wir sind eben heute nicht durchgestoßen. Jetzt wirkt das irgendwie bei der Fortuna so ernüchtert, obwohl man ja immer noch so in den Wochen der Wahrheit ist. Also man reist jetzt nach Karlsruhe, es kommt Wiesbaden. In Karlsruhe musst du auf Kegel und Kiaré verzichten. Ja. Wie kriegt man Positivität in die Fortuna rein? Naja, ich glaube, die Jungs, die können ihre Leistung sehr gut selbst einschätzen. Insofern spüren die natürlich auch, dass heute das ein gutes Spiel war. Dass wir jetzt nicht zufällig so tief in der Saison, in der es ja jetzt keine Überraschung mehr gibt oder umgekehrt kein Unterschätzen eines Gegners mehr, der oben steht. Und trotz alledem schaffen wir es, mindestens immer gleichwertig zu sein, zu punkten, eigentlich auch in vielen Situationen besser zu sein. Das, glaube ich, gibt Selbstvertrauen. Es ist mit Sicherheit kein Vorteil, dass wir zwei Schlüsselspieler, die für unser Spiel schon wichtig sind, am Samstag ersetzen müssen. Auf der anderen Seite, das betone ich immer wieder in der Trainingswoche, gerade bei den Spielern, die etwas hinten dran sind, es kommt immer der Punkt, an dem man da sein muss, dann musst du eben auch funktionieren. Das bedeutet vorher, sich hervorragend vorzubereiten, so, als ob ich eben permanent in der Startelf stehe. Ich weiß, das ist wahnsinnig schwierig und es ist sehr viel verlangt, aber jetzt ergibt sich eben so eine Konstellation am Samstag in Karlsruhe. Da spielen wir, glaube ich, vor Minimum 15.000 gegen eine Mannschaft, die seit Wochen wahnsinnig stabil ist und nicht verloren hat, die gestern auch schon wirklich eine Demonstration ihrer aktuellen Stärke auf den Platz gebracht hat. Insofern ist das eine riesen Herausforderung. Und eine weitere Prüfung, wie weit sind wir tatsächlich? Okay, freuen wir uns noch.